Das etwas mit sehr hohen Stimme. Guck mal, das ist. Ich bin fast sprachlos. Das ist vielleicht hier dieses Mädel hier, oder? Ist das wirklich ein Mädel? Shelly, ich glaube, das ist tatsächlich ein Mädchensinn, mit dem wir hier gerade spielen. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein 12-jähriges Kind. Ja, ich habe auch kurz die Befürchtung gehabt. Aber das Profilbild und der Name passen zumindest schon mal auf eine Frau. Und das Herz auch natürlich, ganz klar, das Herz ist wichtig. Ist sogar relativ attraktiv. Sie hat Glück gehabt beim Aussehen, kann man so sagen. Ich bin mit ihr gerade auf Catwalk und ich muss sagen, sie strahlt echt einiges aus. Voll das Gesprächsthema hier. Die Frauen, du weißt schon, die Frauen. Ah. Was ein Drop? Nö. Ich wollte Ave, aber auch zweite. Oh, kann ich nicht. Na ja, stimmt, Shelly. Oh, Shelly, mal gucken, was Shelly damit macht. Sie hat gar keinen Skin drauf, ich fass das nicht. Ja, Shelly hat nicht viel Skill, glaube ich, hier. Ja, irgendwie habe ich mir da auch echt mehr draus erhofft. Aber schönes Bild hat sie. Ja, Shelly fängt bestimmt gleich an, richtig hoch zu drehen und dann geht's ab. Soldier Bob. Da kann sich die gute Shelly ruhig mal ein Stück von abschneiden von dem Bob. Oh, Bob ist Musiker. Great. That's a pretty good bass drop, man. Come on, Shelly, drop that beat. Shelly hat einen Frack gemacht. Ja! Celebrate! Oh no, Shelly, typisch Shelly. Hallo? Oh, Werl. Wir haben so ein Girl am Start, die Shelly, und ich sag dir, oh mein Gott. Geht mal, mach direkt erfahren. Aber die haben halt keine Chance, weil wir haben halt Shelly. Shelly war Taktikerin bei der UNO, jahrelang. Man hört sie aus ihrer Stimme heraus. Purple liegt echt noch, was? Ist die Wahnsinn. Oh, der ist oben, Heaven. Okay. Oh no, Shelly, what are you doing? Ich guck mal, ob sie gerade live streamt, zufällig. Die Shelly, Shelly Properelli. Wie sie anfängt zu singen? Ich kann auch nur singen. Ich glaube, das ist doch die Lady Gaga. Leg mal Folge da. Guck mal, wo ich hinschieß. Immerhin schießt du. Das stimmt, immerhin habe ich geschossen. Kann man von Shelly ja nicht behaupten, nicht wahr, Shelly? I gonna fuck money. Oh, er chillt einfach hier in der Ecke. Achtung, Shelly, wird's jetzt reißen. Warte, Shelly zu, was sie so treibt. Ja. Ich sag einfach outside zu allem, was irgendwie draußen ist. He's outside, dude. Leg my hairy nuts. War natürlich an Shelly gerichtet, ganz klar. Vielleicht ist er ja ein wenig homosexuell. Ja, vielleicht hat er uns gemeint, Forty. Ja, die Shelly ist ja echt putzig da auf ihrem Bild. Naja, also bei Instagram muss man sie erstmal anfangen, um mehr zu sehen, aber das traue ich, das wäre zu viel. Das wäre jetzt übertrieben. Und was hat sie so auf Twitch, so Follower-mäßig? Ab 400 oder so. Das ist Gold wert hier, das ist Gold wert. Shelly wird richtig aggressiv gerade hier. I have no money. Oh nein, Shelly ist AFK. What the fuck? Ich hab die Alten nicht richtig verstanden. Ich hab erst irgendwann dann Toxic rausgehört und dann komm jetzt zu dir. One outside. Decoy? Okay. Ja, D-Rush. Ja. Von euch Container. Der ist down. Ich geh direkt runter. Ich weiß nicht, ob da noch mehr durch waren. Ich geh einfach durch hier. Alles klar. B is clear, I think. Ich glaube, das A ist, oder? Yes. Nein! Scheiße, hat immerhin kein Los. Und da ist das Video leider auch schon vorbei. Ich bin ja im Moment im Urlaub und ich habe etwas vorproduziert und das hier ist eben eines dieser vorproduzierten Videos, die vor längerer Zeit schon entstanden sind und ich dachte mir, komm, damit dennoch was kommt, auch wenn ich mal eine längere Zeit nicht zu Hause bin, arbeite ich eben vor und nutze am besten alles, was mir zwischen die Finger kommt und das hier ist eben eines davon. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich in meinem Urlaub alles dabei haben werde, also was jetzt eben Technik angeht, um Kommentare kommentieren zu können. Möglicherweise habe ich meinen alten Laptop dabei, aber damit kann ich nicht diese große Anzahl an Kommentaren bearbeiten, die eben mittlerweile so reinkommen, weil es dann einfach zu langsam ist, zu alt und das ist ein Riesenkrampf, aber ich werde gucken, dass ich trotzdem, wenn ich eine ruhige Minute finde, mich ein bisschen der Kanalpflege widme. Ob Urlaub oder nicht, an dieser Stelle gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.